Was sagen wir? Sollen wir Pinguin auf Legende machen? Pinguin auf Legende auf gar keinen Fall für mich. Aber okay, sehr gut, oh, würde ich sehr mitgehen. Sehr gut, reicht. Der macht sehr gut. Ist für euch Legende? Ne, für mich geht beides. Ich habe sehr gut gesagt. Ja, für mich okay. Geht auch beides. Raffaello ist, für mich ist das so hier. Nee, Raffaello ist vor Kinderpinguin. Bruder, ich liebe Kokos halt über alles. Leider, ich liebe nur die Werbungen sind von die heftig, die Raffaellos. Weil die alle so komplett krank weiß sind, wie Paradies. Das ist so. Man denkt, diese Schokolade bringt dich. Man denkt, ich check, was du meinst. Das kostet so 30, 40 Euro, so richtig teuer. Wenn ich das und Rocher. Die sauber aus, so clean. Keine Flecken, nichts. Hab ich, ist hier meine Lieblingsschokolade dabei? Was denn? Ferrero Küchen. Nee, ist gar nicht dabei. Krass, okay. Ja, was sagt ihr? Das ist für mich. Das für mich, bei mir ist das B. Ich weiß nicht. Bei mir ist für mich ist das C. Boah, ich sage auch, für mich ist Safe A vor Kinderpinguin. Ja, für mich auch. Okay, dann müssen wir das ein bisschen höher machen. Dann mach A hinter Kinderpinguin, weil ihr sagt. Ja, okay. Okay. Was ist das? Oder sind das diese Kaffeebonbons? Ja, Bruder, das sind diese, die auf Tisch liegen. Wenn du bei und die immer übrig bleiben. Ja, diese Oma-Opa-Bonbons. Ja, für die mich im Auto immer irgendwo in Mittelkonsole rumhängen. Für mich. Mama, die sind in diese Dings, diese Kekskasten drin, Bruder. Ja, für mich. Ja, ist D, aber wenn nichts anderes da ist, manchmal kann man machen. Ey, guck mal, wenn nichts anderes da ist, ein gutes Sprichwort, ne? Weil das ist nicht zu unterschätzen. Weil aber es ist trotzdem schlecht. Ja, diese übrig gebliebene, wenn nichts da ist, dann ist sogar das Ding. So, ja, also das. Nichts da. Und das sage ich nämlich auch, das sind diese Prezel-Snacks. Das sind diese Prezel-Snacks. Diese Honig-Dinger, Honig-Self und so, oder? Das ist, für uns ist das Werthers Original, Johnny-Benham. Oder? Das ist doch diese. Sind das nicht diese, die wo so eine richtig krasse Dinger haben? Also ja, ich habe keine Ahnung. Ist hart, Mann. Also wenn das ist es hart. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal gegessen habe. Diese Prezel-Snacks, kennst du die nicht? Mit so Honig-Senf und so. Da gibt es verschiedene Mischungen. Ich glaube nicht. Oh, sehr lecker. Okay, ich kenne das gar nicht. Ja, dann... Du, kennst du das? Du, kennst du das? Ich glaube nicht. Dann mach auf keinen Plan, oder? Ja, mach. Was ist das hier? Kenn ich auch nicht. Diese deutsche Butterfly, oder? Ach so, diese... Okay. Ah, okay, diese Bonbons. Ich glaube, kenne ich ja, nicht. Ja, Bruder, als Kind war Premium jetzt... Ja. Ich würde auf Mut machen. Okay, schlecht ist ein bisschen links. Ah, diese Butterfly-Lollis. Ich kenne die von Togo. Sollen wir schlecht mal kurz... Genau, sollen wir das mal kurz... Ja. Sollen wir das umbenennen kurz, schlecht? In was? In nichts Besonderes. Ja. Weil es gibt, ich merke gerade, es gibt keine Süßigkeit, was schlecht ist. Ja, dann mach ich. Ja, da kommen die Lollis rein. So, safe. So, als Kind waren die Highlight, jetzt... Center Shocks sind schon... Boah. Center Shocks ist für mich aber auch eine Legende. Ja, okay, wir können auch runtergehen. Die haben sich so mit Hubba Bubba durchgesetzt. Also vielleicht nicht diese Center Shocks jetzt? Speziell. Nee, aber allgemein Center Shocks. Oder? Genau. Dieser Film einfach als Kind, dass du was gegessen hast und dann... Stimmt. Aber Bruder, jetzt... Aber jetzt heutzutage fasse ich Center Shock gar nicht an. Ja. Ehrlich, ja? Gar null. Okay, dann wo soll ich das hinmachen? Unter C. Für mich ist auf Mut. Ich würde C sagen. Ja, weil es auch so ein Mut-Ding ist. Aber Mut ist, du hast nicht immer Bock auf den Center Shock. Jackson, doch, kennt ihr noch diese Big Red Kaugummis? Ja. Wenn man Center Shock sieht, man nimmt. Schon, aber du gehst nirgendwo hin und kaufst Center Shock. Nein, Bruder, manchmal haben wir nicht so Bock drauf. Aber B kann man ja, schon aber lassen. Bruder, wir bei mal mir ist dann bei E. Essen gemacht. Ja, das war seitdem nie wieder Center Shock. Ja, mach mal, dann mach B. Okay, Milchschnitte hinter Pinguin, seid ihr fein? Ja, ist gut. Kannst ist du gut. machen. Okay. Was ist das, Mauern? Nee, ich glaube, das sind diese kleinen. Was ist das? Diese kleinen Dinger. Das sind diese kleinen. Die kenne ich aber auch nur von Kindheit. Sieht's immer noch nicht, ne? Das sind diese. Kennst du die? Du drückst auf so einen Knopf und dann macht er aus seinem Mund so diese kleinen Tabletten raus. Das sind so wie Brausetabletten. Ah, das sind die. Diese kleinen platten Dinger. Bruder, Brausetabletten? Ich muss ach das wissen, so, das sind Mauerarm Stripes. Ja, Mauerarm Stripes. Für mich sind die, also ich finde die krass. Ja, aber die normalen Mauern finde ich viel heftiger. Ja? Also ja. Die Stripes kenne ich nicht. Aber Mauerarm, wenn es geht, das wird wahrscheinlich nur eine andere Form sein. Also vom Geschmack werden die auch krass sein. Was sagt ihr zu Mauerarm Stripes? Was? Mut, ich würde sogar höher gehen. Okay, komm, dann wenn du auch höher oder sagst, dann lass gut vielleicht. Ja, okay, dann mach da an. Okay, Kinder-Country? S-Legende. Legende. Nichts ist krasser als Kinder-Country. Ich würde vor Kinder-Pinguin machen. Oder das ist weit noch weiter oben. Oder es gibt schon manche Kindersachen, die sind geil. Ich finde zum Beispiel Schokobox geiler. Für mich ist Kinder-Country von meinem Geschmack zwischen Pinguin und Milchschnitte. Niemals im ganzen Leben. Also wenn die drei Sachen auf dem Tisch liegen, dann sage ich nur... Ne? Was denn? Zwischen Pinguin und Milchschnitte. Nicht einer hat was anderes aus der Legende gesagt. Also ich gesagt. Sag, von allem, was drin ist, das ist Kinder-Country schon am besten bis jetzt. Ja, 100%. Von allen Kindersachen? 100%. Nein, nicht von allen Kindersachen. Doch. Von allen Kindersachen ist Country. Bueno ist auch geisteskrank, aber Bueno kannst du auch nicht so wegen der Bruder, Sahne. Bruder, das hier macht so alles viel. Am Arsch hier, diese Kinderriegel essen. Ja, ist auch krass. Bruder, für mich ist das besser wie das hier. Was? Ja, Kinderriegel ist für mich geil. Ich sag immer noch diese Kinderriegel, die normalen, außer du frierst die ein, dann ist geil.
Die sind eingefroren, wirklich geil. Dann mach Country zwischen Milchschnitte und Pinguin, aber das ist besser als Pinguin, safe, safe. Okay, guck mal, dann mach ich die hier hin, okay? Wieso, für was wart ihr denn? Für, ich wäre hier, aber du sagst, sagst du? Die sind auf Elektro. Ich auch da, ja. Und du? Ich sag vor Kidnerdings. Ich auch vor. Okay, komm, dann machen wir. Aber es ist 2-2, ja. Ist okay, egal, schreist du. Duplo. Ich bin Duplo. Ich zieh mein Veto gleich hier bei einigen anderen, wo ich für kämpfen muss, weißt du? Duplo, die waren wahrscheinlich längste Praline der Welt, der größte Schmutzspruch, den es gibt. Das ist nicht die längste Praline der Welt. Ich finde Duplo übertrieben overrated. Okay. Echt, ja, aber ja. Weißt du nicht, du kannst davon voll viele essen. Ja, weil es mehr Keks ist, als mehr Sahne drin, checkst du? Aber im Allgemeinen ist Duplo nicht das krasseste Ding, oh, sowas. Für mich ist das D, erzähl. Ich sag Duplo ganz nach vorne. Ganz vorne, 100%. Duplo gut ganz vorne. Weil du kannst trotzdem snacken. Raffaele und so würde man alles... Ü-Ei? Würde ich sagen. A. Ü-Ei? Ja. Bruder, die Schokolade von dem Ü-Ei ist krank. Jetzt größte Sperme. Nein. Also jetzt ehrlich, Bruder. Die Schokolade ist zu heftig. Das Ding ist... Der zweite, wie heißt das? Kinder Joy hat Ü-Ei kurz auseinandergegangen. Ja, Bruder, ich schwöre, Kinder Joy ist zehnmal krasser. Ich würde hierhin Ü-Ei hierhin machen, aber auch nur, weil ich kann jetzt mit dem Spielzeug da drinnen gar nichts mehr anfangen. Nein, nur aber Schokolade, aber Geschmack. Stimmt, weißt du warum? Weil das die 1:1 die gleiche Schokolade ist wie der Kinderriegel. Bruder, für mich war das früher Legende, ne, als Dings. Aber ja, jetzt, was machst, Legende. Du, was machst du mit diesem Spielzeug? Ja, aber Spielzeug, wenn wir All-Time reden, weißt du, was für dann müssen wir alles mitberechnen, oder? Wir brauchen eine Ex-Legenden-Kategorie. Center Shocks. Kinderüberraschung. Du kannst schreiben Prime vorbei, aber Legende. Ja. Prime vorbei, also, aber Legende. Schreib Hype vorbei. Schreib einfach Hype vorbei. Ja, aber Hype vorbei heißt so einfach, das ist nicht mehr geil. Hype vorbei, aber Gold. Warte mal, wo tun wir die hin? Machen wir die auf F, okay? Machen wir, aber F ist auch schon hart, Bruder. Mach sollen wir nicht? Mach auch S, Prime vorbei, ja, aber gut. Legende. Ja, genau, so unter Dinger. Washed, ja. Was heißt washed? War früher mal krass. Aber ich würde das so bei... unter Legende. Unter Legende, ja, safe. Nein. Das so, ist gut eigentlich, oder? Ja, lass so. Ja, okay, dann okay. Ich will Center Shock dahin machen. Ja, mach Center Shock dahin. Ja, Center Shock kommt safe dahin. Ich hab Center Shock gefickt. 100%. Ü-Ei auch. Ü-Ei auch. Ü-Ei kommt hier. Okay, Kinderriegel. Hinter Duplo. Das Bruder, ist niemals das im Leben. Kinderriegel ist... Kinderriegel muss für mich auf 100% auf A. Ich hab bis heute gewartet und jetzt mach ich meine Fresse auf. Kinderriegel muss vor diesem ganzen Scheiß hier sein, Bruder. Nein, für mich ist Country niemals. Krasser. Was? Für mich ist Country krasser, aber Bruder. Genau danach kommt der Kinderriegel für mich. Bei, nach Mach Country. Mal Kinderriegel vor Raffaello. Das passt doch. Walla, ja, diese C ist echt. Diese Mood-Reihe? Ja, oder? Ja, Bruder, weil eigentlich ist Raffaello so komplett so ein besonderer Geschmack. So den kann man, glaube ich, wenn man Schokolade essen will. Nicht immer essen, oder? Doch, jeden Tag, 24 okay, Stunden. Okay, dann seid ihr Raffaello-Fans. Da aber auf Bruder, wenn du eine Raffaello hast, du willst eine nach guck mal, aber, ja, aber ja. Stimmt ich habe noch nie eine Packung nicht aufgegessen, wenn sie guck offen mal, war. Aber stimmt ihr mir zu, dass jetzt immer, wenn irgendwas so in der Mitte lag irgendwo, ne, ich immer so einen Schritt auf euch zugekommen bin? Ja, okay. Ja, aber okay. Wo willst du hin? Nein, ja, das ist zu krass. Bruder! Das ist aber... Okay, komm, aber dann mach ich so. Dann ja, ist so. Okay. Ist okay, 100%. Das ist nicht okay. Nein, das ist nicht okay. Okay, Kinder Joy, ich sag euch ehrlich, Kinder Joy, was halt rein, also wenn wir nur nach Geschmack gehen, fühle ich gar nicht Kinder Joy. Dinger ist, glaube ich, das krasseste von Kinder überhaupt. Nein, 100% nicht. Dieses Ding da rein, sehr krass. Ich finde es unglaublich, absolut übertrieben, unnötig, dieses Ding. Aber, ja, Bruder, du kannst es nicht mal beim Autofahren essen. Was? Rein vom Geschmack. Mit dem komischen Löffel, auch nicht. Fühle ich nicht so. Ey, Bruder, weißt du, was ich gerade merke? Alles ist krass, Bruder. Wallah. So, für mich ist das hier, für mich ist das. Auf jeden Fall nicht S oder A. Nee. Aber keine Ahnung, was ihr sagt. Gut, was sagt ihr? Was? Ja, das ist 100% vor Milchschnitt. Was? Vor Milchschnitte? Also vor Raffaello könnt ihr es noch packen. Ja, mach vor Raffaello, komm. Ja, mach. Ja, hinter Milchschnitte. Okay, Mars. Okay, Mars ist für mich Legende. Mars ist für mich. Oh. Aber das ist auch die Frage. Waschet. Ja, ja. Wer fest heute noch ein Mars ja, hat? Ja, das kann das ist das, was bei dieser Partytüte am Ende übrig bleibt. Ja. Mars. Ja, das sind die Dinger, die keiner ist. Ja, okay, wenn man jetzt Mars Snickers sagt, ihr seid Team Snickers, ne? Ja, ja. Ja, 100%. Okay, Chat, was sagt ihr zu Mars oder Snickers? Mars oder Snickers, was sagt ihr? Eins für Mars, zwei für Snickers. Okay, jetzt die ganzen zwei an. Nein, nicht Wash Mosh, dies, das. Eins oder zwei? Eins ist Mars, zwei ist Snickers. Ja, Bruder. Was erwartest du? Twix ist maximal Wash. Das Mars Eis war geisteskrank. Ja. Kennst du noch Mars Eis? Snickers Eis war trotzdem besser. Okay, machen wir Mars? Guck mal, machen wir Mars hier auf gut? Nein, nicht vor Duplo, oder? Ich sag dir, mach Mut. Will ich auf ja, Mut. Hä? Auf was ist Karamellschokolade? Aber was Bruder, du hast doch genau dasselbe, nur bei Snickers hast du noch Nüsse dabei und es schmeckt krasser.
Ja, die Konsistenz. Karamell, hier ist Karamell. Bei Snickers gibt es kein Karamell. Nee, gibt es kein Karamell. Genau. Okay, sollen wir hier so machen? Nee, mach auf Mut, damit es auch mit drin ist. Ich würde auch C sagen, ja. Okay, komm. Okay, Milky Way auf Mut. Kannst du doch Vormars. Auch auf Mut, aber. Okay, komm. Ja, ja, Vormars. Ja, ja. Ja, Milky Way bin ich auch Vormars. Mars ist... Bruder. Aber jetzt, ich bin gespannt, was ihr zu Dings sagt. Nee, bei Vormars auf C. Ja. Auf Mut? Ja. Milky Way ist für euch im Mut. Nee, ich finde Milky Way schon gut. Das kann man nicht immer essen. Doch, schon mit Milky Way. Aber Raffaello kann man immer essen, oder was? Raffaello, Bruder, morgens, und wenn diese, ich aufwache, sofort. Oder diese Kinderdings, wo du dann so für ausgraben musst. Nein, Bruder, für mich das ist auch. Das, für mich ist diese Kinderjoy auf nichts Bruder. Besonderes. Geschmack ist hart. Ich weiß gar nicht, warum das auf sehr gut geworden ist, okay, wenn wir beide das nicht gut fanden. Chat, ich habe mit dieser Liste offiziell nur 10% zu tun. Ich distanziere mich von der Liste. Ich distanziere mich von dieser Liste. Was sagt ihr Snickers? Das ist Legende. Ja. Bruder, Snickers ist für mich hinter Mars, aber wenn ihr jetzt Snickers nehmen wollt, das ist krass. Guck mal, wenn ihr Snickers nehmen wollt, dann muss Snickers dann vor Mars kommen. Bruder, Snickers kann man immer machen. So, Bruder, was für S? Walla, das, ich mach den PC aus, ha? Bruder, nein, Bruder, Snickers ist S, 100%. Bruder, einfach, was willst du, ein Duplo oder ein Snickers? Wer sagt Duplo? Da kein Mensch willst du hören, der Duplo sagt, statt Snickers. Weißt, ich find Duplo weißt, krasser. Ich find weißt, Duplo was krasser als Snickers. Boah. Meiner Meinung nach Lion. Vor Mars? Ja. Bruder, Lion tat krass. Immer weh beim Essen. Ja. Bei Lion hast du dich immer verletzt, Bruder. Skittles. Skittles ist für mich heute immer noch Chip. Ey, warte, bleiben wir jetzt bei Snickers auf C? Ja, das ist krass eigentlich. Ja, Bruder, für mich ist das beides kein Mut-Dings. Das ist eine gestandene Schokolade. Eigentlich ist Snickers und Mars Legenden-Dings. Okay, mach Mars bei gut. Eigentlich, Winter. Ganz ehrlich, nein. Winter eigentlich Winter Snickers und Mars müssen mal, eigentlich auf diese Washout gehen. Guck mal, wir können auch so machen. Guck mal, wir können auch den Mars machen. Aber Snickers, ja, ne? Und dann können wir für euch, können wir dann auch den machen. Ja, ist okay. Das ist okay. Okay, sag mal. Mach Milky Way vor, Mars. Ohne ja, bin ich. Okay, geh ich mit dir. Ohne jetzt auf diese Liste zu schauen, ne? Sag okay, mal. Okay, Tamam. Ich habe mit der Liste wieder 5% mehr zu tun. Ja. Sag mal, was für dich Legende ist, Bruder, Schokolade? Ohne Bruder, jetzt da rein. Ferrero Küchen. Toffifee ist für mich Legende. Toffifee, krank Legende. Guck mal, ich sag dir, was für mich Legende ist. Bueno ist Legende. Merci ist Legende. M&M's sind Legenden. Boah, guck mal, das ist für mich Legende. Was ist das? Rocher. Aber Rochers. Ja, und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil sonst kennt man alles. Okay. Skittles, Arsch. Bruder, ist für mich zum Beispiel nichts so ein, Besonderes. Ist so ein einfach Mut. Nur süß. Nee, Bruder, das ist einfach nur Zuckerschock. Nichts Besonderes? Nee. Ja. Oder Mut? Ich finde richtig scheiße. Also ich esse nie Skittles. Ich mag es gar nicht. Skittles hat einfach nur krasse Werbung, sage ich ehrlich. Ja, wirklich diese Giraffe jedes Mal. Mach auf nichts Besonderes. Ist hart, das ist ganz komisch, Bruder. Lion. Feierst du nicht, Milky Way? Eine Frage, wann seid ihr Tankstelle gegangen? Bruder, ich hole mir. Doch, ich hole mir. Nee. Doch, Wallah, ich hole mir. Bruder, ich, es geht bei mir um zum Beispiel. Mix. Es ist ja mein Geschmack, ne? Ich hole mir zum Beispiel nie Snickers. Okay, bei dir habe ich tatsächlich schon 2-3 Mal gesehen. Ich mag Milky Way, ich mag Mars einfach. Ey, Jungs, ja. Wenn Schokolade in deinem Mund zergeht. Ey, Breitenberg hat gehostet. Wer? Breitenberg. Breitenberg, danke schön. Ich küsse dein Herz, Bruder, danke schön. Wir brauchen nur noch Razer-Tastatur. Wir brauchen nur noch eine Razer-Tastatur, Bruder. Ja, das kläre ich schon. Free Breitenberg, was mit ihm passiert? Nein, Snickers, Bruder. Snickers, das ist das perfekte Beispiel. Snickers ist absolut S. Ja. Bruder, bei diesen Celebrations, wo alle Schokoladen drin sind. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ach, er schnackt, Bruder, mit seinem halben Bein. Bruder, bei mir geht bei dieser Celebration als erstes weg Milky Way, ne? Dann geht für mich direkt Mars weg, ne? Danach ist vielleicht bei mir, kommt irgendwann so Twix. Danach kommt für mich Snickers und danach kommt für mich so Dime und so. Kennst du Dime? Ah, Dime ist geisteskrank. Ja, ist so. Boah, Dime ist immer als erstes weg. Oder aber bei Celebrations. Ja. Snickers, Dime. Ja, Mars ist immer, was übrig geblieben ist. Bounty auch krass, ja. Bounty auch krass. Bounty ist andere Welt. Für mich ist Bounty heftig. Also soll Snickers jetzt hinter. Lass einfach so komm, Line. Jetzt sind wir bei Line. Line ist, sag ich dir ehrlich, Mut. Line ist Mut? Ist für mich nicht immer. Das Problem ist, das schockt nicht zu essen so. Okay, was sagst du? Kannst du den immer essen? Lion ist zu hart, also ernst. Ich würde den vor Mars trotzdem machen. Ach so, stimmt, ja klar. Digga, Mars ist auch respektlos, dass er da oben chillt. 100%. Aber ja, Lion muss vor Mars. Vor allem vor Duplo, ja. Ich komm gar nicht. Also ihr wollt Lion vor Mars haben? Ja, mach mal Duplo, aber ganz nach vorne von denen ein. Aber das würde ich trotzdem mehr wissen. Ich auch, also Hüseyin findet... Nein. Auf A sein, oder? Nein, ich feier Duplo auch. Also Duplo geh ich, Dings, ist mir egal. Okay, mach mal Lion vor Mars. Nee, da geh ich nicht mit dir, Bruder. Warum?
Okay, wer ist für Laien vor Mars? Ich auf jeden Fall, 100%. Ja, Bruder, mach vor. Ey, aber ich muss das schaffen. Eine Frage. Ne? Wenn ihr jetzt ein Kinder Country oder ein Snickers habt, was ist ihr? Kinder Country. Ich esse ein Kinder Snickers. Country. Nee, ich esse Kinder, Kinder Country. Country. Bruder, ich nehme mir drei Stück, stapel die aufeinander und esse die. Ja, Bruder. Kinder Country. Ey, ich habe jetzt so Bock auf Süßigkeiten, ich will gerade alles Das setzen. Ist gerade voll krank, was wir hier machen, ne? Ja. Da kommt so ein bisschen Wasser. Mann. Ja, ja. Mentos. Guck mal. Ich würde Mentos das erste Mal auf Mut machen. Ja, 100%. Mentos ist wirklich so ein Mut. Aber wenn man sie isst, sind sie geil. Ja, ja. Mach mal Mentos auf Mut. Was geht sagt fit. Ihr? Ja, geht fit. Ja, Pickup ist auch Mut. Aber nicht, den fühle ich nicht so. Also den würde ich auch waschen. Krass, ja. Ich finde das so hart. Weiß ich, die Konsistenz. Aber die Schokolade drin ist auch gold. Ich sag, Pickup würde ich auch auf Mut machen. Ich auch, ja. Aber vor Mentos dann. Ja, vor Mentos. Was haben wir hier? Kinder Bueno. Das Feiertes? Erste, was auf S kommt. Ja. Kinder Bueno? Ja. Was auch S für dich? Das wäre das zweite für du, mich. Du, was sagst du? Bueno ist schon übertrieben heftig. Aber man muss sagen, Bueno White Snickers. Ist nochmal krasser. Nein. Vor Snickers. Was laberst du? Guck mich mal. Kinder Bueno oder Raffaello? Bueno, 100%. Kinder Bueno oder Snickers? Bueno. Okay, krass. Ihr feiert das so heftig, ja? Was sagst du? Bruder, für mich wäre das, für mich wäre das bei Gut. Wow, oh mein Gott, Bueno. Bruder. Also du willst eher ein Dupe essen statt ein Kinder Bueno? Ja, 100%. Geh ich 100. Aber Bruder, ihr seid jetzt zu dritt, also wir können das... Wir können es hier tun. Nein, mach auf Legende. Nee, oder eigentlich alle, guck mal, Kinderriegel, Bueno, vor Milky Way, vor Snickers, vor Kinderriegel, vor Milchschnitte, vor Dings. Wollt ihr diese Kinder Bueno tun? Ja, mach Legende. Ich schwöre, das ist Legende. Jeder sagt das, oder aber nicht? Aber für mich könnte dann Kinder Country hinter Bueno gehen. Ja, was? 100%. Weil ist dann auch Legende. 100%. Sonst haben wir nicht mal eins, was Legende ist. Oder ihr habt die Liste gefickt, ja. Dann, ich mach dann Mars hier hin. Deswegen hab ich dich gefragt, was Legende ist. Er kämpft um sein Mars so die ganze Zeit. Irgendwann, am Ende, wenn wir fertig sind, Mars ist irgendwie auf Legende gerutscht. Es gibt eine Wahrheit hier im Raum, ne? Guck mal, wie wir um diese Süßigkeiten gekämpft haben. Ne? Ja. Bei den Getränken, wir waren so, wir haben ein Auge hat dein Getränk. Ja, das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Okay, tamam. Lassen wir so, okay? Ja, okay. Das sind diese Brause-Dinger. Ja, mach mal nichts Besonderes. Boah, ich muss sagen, ich liebe die Dinger. Ich liebe die richtig, die Dinger, Digga. Ich finde die so heftig. Was? Also ich würde die sogar auf A machen für mich, sag ich dir ehrlich. Nee, also guck mal, ich würde die auf gut machen. Ja, dann lass sie auf gut. Oder auf Mut komplett vorne. Aber Wash steht die für mich. Oder du willst das RS als ein Pickup? Ja, normal. Nein, hör zu, das ist gar nicht die Frage. Du verstehst die Frage falsch. Das Ding ist, dieses Mut ist doch so, wenn man mal Bock auf sowas hat. Ja, Braus, da fallen ja, genau. alle darunter. Genau. Dieses Vor- und Hinter-Pickup ist Quatsch. Wenn du Brause willst, dann sind diese UFOs. Dann sind die krassesten bei Brause. Das ist trotzdem krasser. Bin ich auch. Bruder. Okay, dann tun wir die einfach hier hin. Wenn die krasser. Das ist doch nicht auf gut. Für mich wäre das fein. Du hast sehr gut gesagt. Ja? Für mich sind die sehr gut. Ich sag, für mich ist das zum Beispiel gut und ihr sagt, das ist. Das ist C, Bruder. Nee, okay, dann tun wir Mut. Dann tun wir Mut. So. Ja, aber warum? Oreo. Was? Oreo ist das Schlechteste, was ich in meinem Leben jemals gegessen habe. Ich feiere Oreo. Wer Oreo feiert, der hat einfach nur die Werbung. Der liebt nur die Werbung. Oreo ist der größte Sperrmüll vom Geschmack her. Sachen, die nachgemacht sind von Oreo, heißt Oreo Eis. Sind krasser als Oreo selbst. Ja, ich finde Oreo-Eis auch sehr stark, aber Oreo selber... Ja, das kann man essen, aber Oreo an sich, diese Kekse, du erstickst einfach da dran. Die wollen dich umbringen oder so. Du musst ständig was nachtrinken. Ja, ja, 100%. Es gibt ein Oreo, das ist so rot von außen, das haben wir auch bei King Cans. Ich spüre das Geist. Ja, wenn das so besonders ist, aber dieses schwarze Oreo, ich weiß, mach auf Wash It. Ja, nein, das ist schon gut. Was heißt Wash It denn auf übersetzt jetzt? Bruder, Wash ist zum Beispiel etwas, was mit der Zeit so... in Vergessenheit geraten, ist nicht mehr so krass. Ja, aber dann ist 100% Oreo auf Wash It. Nee. Oder obwohl, es ist noch zu krass im Hype. So ich würde Oreo hinter Pickup machen. Also Oreo wäre für mich auch so ein Mutding. Ja, mach mal auf aber ganz weit hinten, mach oder? Mach vor Mentos. Hey, vor Mentos. Aber findet ihr Oreo besser als... Okay, Lakritz. Ich hasse Lakritz. Was? Ich hasse Lakritz. Boah, ich liebe Lakritz, Digga. Ja, für mich ist das auch für mich ist das ekelhafteste. Was? Magst du Lakritz? Ja, Bruder. Ich liebe Lakritz. Aber ich würde jetzt Lakritz nicht... Lakritz ist gut. Ja, niemals, 100%, Jungs, 100%. Nein. Was? Aber ich wollte das da hinstellen. Kennst du das Salmiak noch von früher? Funktioniert das Mike überhaupt? Sonst halte ich die ganze Zeit unnötig. Ja, doch, funktioniert. Ich glaube, ja, nicht gut, ja. Kennst du Salmiak? Red mal nur einmal nur Dings.
Hallo, 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 Test, Test, Test. Okay, ey, ich sag Lakritz ist ekelhaft. Ja. Lakritz ist. F. Ja. Ey, was sagst du, Lakritz? Lakritz ist für mich F. Bruder, ist für wenn mich du jetzt gut. Einranken musst. Guck mal, ist für mich gut, aber wenn wir das auf Mut packen sollten, passt es besser, aber ich würde es auf Mut ganz vorne packen. Bruder, was würdest du sagen? Lakritz? Ja. Für mich ist Lakritz, Bruder, klar, absolut Bruder. Auf sehr gut. Ich komme gar nicht klar, Bruder. Okay. Lakritz soll besser als Kinderüberraschung sein. Da mach Mut ganz nach hinten. Ja, Bruder, du isst ja kein Lakritz. Aber weil du. Bruder, aber guck mal. Du bist kein Lakritz-Typ, oder? Ja, ess nicht, aber zum Beispiel. Und du bist auch kein Lakritz. Gar nicht. So? Ja, das ist halt so ein. Liegt das am Alter? Nö. Nö, warum? Guck mal, dann lass uns Lakritz vielleicht einfach hierhin tun. Oder hierhin tun. Nein, sagt ihr mir. Bitte, ja. Guck mal, tut mir einen Gefallen. Sag mir, soll ich das hierhin tun? Nein, oder hierhin tun? Hinter ganz Ü-Ei. Hinten, ganz hinten Mut. Ganz hinten, ganz hinten. Oder hinter Ü-Ei, ja. Meiner Meinung. Meiner Meinung nach auch, aber. Das ist meine. Weil Lakritz ist oder absolute man Katastrophe. Eher Mentos in der Stadt. Ja, aber muss halt ein Lakritz-Typ sein. Was immer, was niemand gegessen hat. Lakritz schmeckt nach Arschhaare. Pferdeblut hab ich gehört. Enes, danke schön für dein. Sub, warum höre ich die Subs nicht, ja? Ich hab. Aber Jungs, Spot, Chat, das ist absolut totwandern. Ja, Lakritze ist Katastrophe, Bruder. Also. Am Ende weggeschissen. Ja, safe. Okay, mach mal bitte, Lakritz ganz hinten bei Mut und das ist schon sehr respektvoll. 100%. Aber Bruder, wir mögen das doch. Ja, guck mal, er sagt sehr gut. Ich liebe Lakritz. Guck mal, wo würdest du das bei A rein tun? Bei mir wäre Lakritz. In der Mitte, so, eine gute Mitte. Okay, guck mal, wäre Lakritz guck mal, bei. Guck mal, er sagt ja, Lakritz. Bei was ist F? Es geht nicht mal F. Es ist das ekelhafteste. Ja, aber das ist Geschmackssache. Bruder, hinter D ganz hinten, Bruder. Für mich, das ist nicht mal nichts Besonderes. Okay, Tamam. Da müssen wir eine Mitte davon finden und wir tun das dann entweder. Guck mal, er sagt hier, ich sag hier, ihr sagt hier. Dann lass uns das einfach ja, hier ja. tun, aber. Vor Oreo, 100% vor Oreo. Oh 100% vor Oreo, okay. Bruder. Oreo ist Penner. Guck mal, diese Brausetabletten oder Lakritz, was muss vor? Oh, schwer, beides lecker, aber Lakritz vor. Lakritz vor? Ja, ja. Alter, ey, Jungs, ihr scheiß okay, kennst du dieses Salmiakpulver? Für euch tue ich es hierhin noch, aber dann ist das auch Bruder, nichts. Das ist kennst du dieses Salmiakpulver von früher, Hussein? Was? Das Salmiakpulver? Nee, was ist das? Kennst du das nicht? Man hat immer so Finger reingemacht und geleckt. Das ist so ein Pulver, Salmiak. Wer kennt ja, Salmiak noch? Ja, die das sagt haben mir was. Oh, Lakritz vor Oreo gemacht. Guck mal, die Chat, die Meinung von uns allen. Die Meinung von uns allen. Und wenn so wirklich 50-50 Kopf an Kopf ist, gebe ich es meinen Gästen. Aber sonst versuchen wir die Mitte zu finden. Okay, was ist Messi? Ich sag. Messi ist für die mich Grün. Dadurch. Dass so viele verschiedene Sorten da drin dass gibt. Es so viele Sorten gibt. Ich habe nur die Nougat-Dinger gegessen. So 60% mein Grün nicht nur 30-40% treffen die mein Nougat Geschmack. Und die Haselnuss. Die aber diese Kaffeedinger und so hab ich mal alle liegen lassen. Für mich wäre das Wurscht. Ja, ja, schon. Bin ich dabei. Bin ich dabei. So. Und die aber sind trotzdem vorher. Boah, die fühle ich gar nicht. Das ist für mich so ein Mut-Ding. Für mich auch. Boah, das ist für mich einfach weniger als so ein bisschen D. Ja, mach Mut, mach Mut. Mach Mut? Wer ist Mach Mut. Wer ist das? Mach Mut. Clip das. Das ist für mich, Bruder, das feiere ich gar nicht. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich finde, die geht klar sogar. Ey, Chat. Wohin soll ich unterschreiben? Einfach drauf? Vor Oreo, vor Überraschungsei, vor Mess. Für irgendjemanden? Also, Bruder, das ist wirklich ein. Mach mal diese Dinge auf. Ja, ich fällt bei nichts Besonderes ganz hinten. Nichts Besonderes ganz hinten. Oh, Nick Nax ist gut, ja. Okay. Nick Nax ist für mich absolut Legende. Bruder, jetzt bin ich gespannt auf euch. Nick Nax? Für mich ist Legende, Bruder. Ich sag Nick Nax. Ich bin sogar auch bei dir, ja. Ich sag Nick Nax vor Weil das ist was anderes, das ist nicht so, das kannst du auch eigentlich. Oder ich sag dir, wenn man Nick Nax Packung aufmacht, unmöglich, dass sie nicht leer wird. Ja, du killst sie. Unmöglich, dass sie nicht leer wird. Ich sag Nick Nax vor Snickers. Okay, was sagst du bei Nicknacks? Für mich sind die ganz oben. Ja, dann müssen die ganz hoch. Weil er hat ganz hoch, ich habe ganz hoch, du hast ganz hoch. Und er sagt vor Snickers, das heißt, sind sie ganz oben. Ja, guck mal, ob du dir die Schokolade holst von Snickers, du kannst dazu immer Nicknacks mitessen. Schokolade ist immer Schokolade, aber von diesen anderen so salzigeren. Für mich ist das auch maximal. 100%. Ja, ja. Okay, Toffifee, da bin ich. Ich bin. Hätte ich nicht gedacht. Was sagst du? Mach weg lieber bei mir, Bruder. Toffifee ist rot. Für mich Toffifee ist geistkrank. Bruder, aber nicht ganz oha, Bruder, nein. Da gehe ich sogar mit, Bruder. Toffifee, da gehe ich sogar aber mit. Aber nicht ganz nach vorne. Da gehe ich sogar mit. Doch, Digga.
Aber auf jeden Fall in der Ja, Welt. ich würde hinter. Also für mich ist sogar so, aber auf wie viel. Nein, Kinder Bueno schon nach vorne. Bueno. Bueno schon der stärkste. Also ich sag dir ehrlich, kennt ihr diese Toffee für XXL Packung? Okay, was sagst du? Für mich 100% erste Stelle. Was jetzt also für stand mich auch, jetzt? Für dich? Aber bei mir ist das auf unter den dreien? Vor Raffaello. Nee, unter den dreien. Oder ganz hinten auf jeden Fall. Okay, und du auch ganz hinten? Und dann tun wir es in die Mitte. Ja, okay, aber mach Kinder Bueno nach vorne. Also. Ja, ja, genau. Was ist das? Das kenne ich nicht. Ja, ich Marzipan, da scheiden sich die Geister wieder. Ich mag Marzipan, ja. Was sagt ihr? Ich liebe Marzipan. Auch, ja. Ich bin Marzipan-Typ auf jeden Fall. Du? Aber ich bin Mut. Ich bin halt voll bei Rittersport Marzipan. Rittersport, ja. Gibt's die noch? Rittersport, ja klar. Rittersport Marzipan. Ewig sind nicht mehr gesehen. Sehr klein, oder? Guck mal, Chat, ja, ich weiß, Marzipan ist ein bisschen so ein Ding wie Lakritz auch. Ja, man muss es mögen. Man muss es mögen dafür sein. Also es geht mehr klar als hinter Raffaello auf jeden Fall. Okay, sollen wir mal Marzipan einfach... Das machen wir noch, chill. Guck mal, Marzipan vielleicht auf gut einfach? Ja, das kriegt man noch geregelt. Okay, was ist das? Trollis. Das sind die sauren, ne? Ja, die sind unglaublich. Okay, die sind lecker, aber das ist für mich so... Jetzt feiere ich die nicht mehr so krass wie früher. Diese Glühwürmchen? Ja, ja. Die sind aber gut. Was sagt ihr? Ich sag Trolli, Retalk, ernster Call vor Snickers. Gehe ich mit. Ja, und du? Ja, safe. Nicht vor Snickers, das würde ich nicht sagen, okay, aber ich hätte die auf, sehr gut. Ich hätte die auf gut gepackt, dann lass uns die unter sehr gut irgendwo vielleicht... Vor Kinderjoy, komm. Vor was? Vor Kinderjoy auf jeden Fall, hinter Milchschnitte, ja. Genau, ja, auf jeden Fall. Ja, passt, also Kinderpinguin und Milchschnitt ist schon besser. Scroll mal ganz kurz noch ein bisschen weiter runter, wie viel haben wir noch? Oder das ist... Lass uns mal lieber ein paar, die mal, nicht so krass Legenden sind, überspringen einfach. Hier kommen sehr viele Unnötige noch. Yeah, ja, deswegen meine ich ja, lass zum uns... Zum Beispiel Dime. Kann man die nicht vorschieben? Ich wollte gerade einfach gehen. Kann man die nicht einfach, kann man die auch hier schieben so? Guck mal, hier, das, kein Plan, oder? Ja, mach auf keinen Plan. Was ist diese? Mach auf keinen Plan auch. Hier können wir, guck mal, das können wir so machen. Gehen wir mit Chips frisch. Was ist, oh, Bruder. Jetzt können wir auch weitermachen. Was ist das daneben? Das kenne ich auch. Guck mal, was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Was ist das? Keine Ahnung. Das Erdnüsse ist klar. Guck mal, Kaugummi pack ich mal komplett weg. Was sollen wir jetzt hier? Alle extra Sorten. Ja, wir bewerten extra allgemein. Boah, guck, aber Wrigley Spearmint, das muss eigentlich mit dabei sein in der Liste. Die, ja. Ja? Wohin kommt das denn für dich? S, Legende. Enzo. Wollt ihr mich verarschen? Diese Wrigley's Kaugummis. Erstmal sind die gelben geiler. 100%. Juicy Fruit ist der Shit. Ja, für 3 Sekunden. Und oh, dann? Und dann isst du einen Gummireifen. Und die halten Ja, aber ich würde auch tatsächlich Washed sagen bei Dingern. Ja, Washed kann man, stimmt, das ist ja dieses, so, ja, hast du recht, ja. Jetzt, die wurden abgelöst schon mittlerweile. Aber die hatten ihre Prime. Okay, Chips. Aber jetzt, Ungarisch. Genau, Ungarisch, das sind, glaube ich, die besten von denen. Für mich ist es so ein Mut-Ding oder bei gut irgendwo hinten. Ja. Aber keine Ahnung, was sie sagt. Ja, kann man Mut machen. Will ich auch sagen. Kannst du gefühlt bei mehr, den anderen dann auch. Wo ist drauf? Chips frisch. Nein. Das sind Funny Fresh. Die sind schon so bei Duplo. Bei Duplo? Achso, ist doch, Duplo ist doch gut. Ah, gut, ich hab Mut. Echt? Achso, ich war bei Mut. Ja, wir waren bei Mut und gut. So. Ja, Mut, und dann müssen wir, wenn alle drei sagen Mut, er sagt gut, dann machen wir Mut weiter vorne. Komm, machen wir so. Ja, nein, hinter Lakritz auf jeden Fall. Ey, Jungs, ja, das nicht. Das aber ist guck mal, Firesticks sind krank, ja. Fritzsticks. Ey, wir müssen das kurz klären, da kriege ich ja schon, Jungs. Nein, da kommt gleich noch was mit Lakritz. Nein, Bruder, wir haben doch Mitte genommen. Wir haben doch Mitte genommen. Guck mal, für uns aber, war Bruder, das. Bruder, Lakritz so weit vorne ist eine Reihe. Nein, Mut ist. Doch, doch. Guck mal, er sagt S-Legende. Kann nicht S-Legende sein. Doch, ja, für mich schon. Du sagst S-Legende Lakritz. Natürlich. Aber es ist doch nur ein Geschmack, den du im Mund hast die ganze Zeit. Wie kann das S-Legende sein? Das ist der sein? Krasseste Geschmack überhaupt. Wow. Lakritz ist für mich heftig. Ja, ja, unnormal. Okay, warte mal. Was sagst du? Wo ist bei dir Lakritz? Sehr gut. Gut, warte, weiterhin. Bitte, lass den Chat abstimmen. Wir haben zweimal. Nein, Bruder. Bruder, warum? Okay, warte, hör mir zu. Das, wo wir gesagt haben, das ist krass, wollt ihr Chat abstimmen. Bei mir ist es das Schlimmste, was es gibt. Bei mir ist das. Bei Ihnen ist es das Beste, was es gibt. Ja, dann sind wir schon mal Mitte. Schon mal Mitte. Bei dir ist bei sehr gut und bei dir ist auch das Schlimmste, was es gibt. Bei mir ist das ja Katastrophe. Das heißt, das ist bei Mut. Nein, du hast aber nicht Katastrophe gesagt. Doch, Bruder, bei mir war es. Du hast vorhin gesagt, bei Mut schon. Würdest du alles auf der Liste. Nee, nicht bei Mut. Du hast gesagt, das soll bei Wash sein. Er hat gesagt, Wash hast du gesagt. Nein, Bruder. F gesagt, nein, Bruder. Bei mir F hast du gesagt. Nee, F ich hat hab gesagt. F gesagt, Bruder. Lakritz ist... Okay, guck mal. Für euch, aber nur für euch, ne? Nehme ich Chips frisch vor. Nein, Oreo ist... Würde ich eigentlich nicht zulassen, aber machen wir für die. Nee, komm, für euch. Für aber Wallah, ihr seid in unserem Herzen damit, ne? Okay. Damit ihr das wisst. Fritzwicks. Kann man auch auf Mut machen. Ich würde dir sogar auf... Ja, aber nicht immer.
Ja, stimmt schon. Mach die auf. Dieses Mood-Ding ist eigentlich schon eine geile Kategorie. Okay, guck mal, was sagt ihr dazu? Hitchies? Ich sag ehrlich, das war's. Also das war's mal. Washed, ja? Für mich sind die auf Minimum gut. Minimum. Man muss sich halt vorstellen, jetzt, wenn man so eine Box hätte jetzt, ne? Sagen wir King Cans. Ja. Und da ist sowas drin. Ich kenne die gar nicht. Nimmt man die nicht schon auch so? Oder weißt du, was wir bei King Cans alles haben? Da ist das gar nichts. Ja. Weißt du, was für saure und süße Sachen wir haben? Aha. Oder geisteskranke. Deswegen sage ich, sind auf gut. Die sind auf gut? Ja. Okay, Bruder, das ist auch schon ein bisschen respektlos, die jetzt hier hinzunehmen oder so. Das stimmt. Das stimmt. Komm, machen wir so. Besser als Mauam Stripes? Nein, niemals. Mauam? Findest du besser? Was findet ihr besser? Mauam nicht besser? Mauam ist. Aber auf jeden Fall vor Marzipan. Die sind auf einer Stufe. Ich würde die alle nicht so krass essen. Ich habe die nur wegen euch so hochgemacht. Ja, siehst du dann so. Okay, seid ihr down damit? Erdnüsse macht gar keinen Sinn. Erdnüsse macht echt nicht so Sinn. Pistazien. Okay, komm, die machen wir hier. Pistazien auch nicht? Kannst du auch keinen Sinn. Giotto. Pistazien wäre Legende bei mir. Giotto ist. Bruder, die sind für mich washed zum Beispiel. Aber bei Giotto. Giotto ist richtig krank. Aber ich habe die halt lange nicht gegessen. Früher habe ich die gerne gegessen. Giotto ist A, Bruder. Oder Giotto ist A. Giotto ist hinterer Fehler. Okay, passt. Finde ich auch. Okay, jetzt. Ja, jetzt werden wir 50-50 sein. Es kann entweder. Rocher ist zwischen Snickers und Kinderriegel für mich. Okay, Rocher ist für mich. Auf jeden Fall krasser als Raffaello, meiner Meinung nach. Ich gehe halt null mit Kinder Bueno. Also nicht so hoch. Aber ich in meiner Liste wäre das hier hinten. Ich würde Giotto eher essen als diese. Für mich ist Rocher. Ja. Besser als Bueno. Also für mich ist Rocher ganz, also alles aus dieser Liste will ich eher essen als das da. Ey, was meint er damit? Er sagt, kennt ihr die alten Duplos, bevor sie Rezeptur geändert haben, sagt Breitenberg. Nee. Keine Ahnung. Bruder, wie alt bist du, Breitenberg? 70? Wo machen wir hin? Also, ich habe gesagt, für mich ist es auf ganz, also auf A. Ich wäre fein damit, wenn wir das vor Trolli machen. Ja, das safe. Das war, glaube ich, 2011. Vor was? Vor Trolli. Vor Trolli. Ja. Jungs, Rocher. Findet ihr Rocher besser als Toffifee? Findet ihr Toffifee besser als Rocher? Ja, 100%. Okay, guck mal, machen wir so. Was sagst du? Wohin sollte das kommen? Für mich Rocher zwischen Snickers und Kinderriegel. Hier hin. Ja. Du, was sagst du? Giotto, hinter Giotto. Hinter Giotto. Ja. Was sagst du? Vor Toffifee. Okay, ich bin auch oben. Ich bin auch auf ja, jeden Fall. Dann okay, gehen dann wir, dann müssen wir... So? Nee, zwischen Kinderriegel und Kinderriegel und Country muss es dann kommen. Ja? Boah, ich aber Bruder, du warst doch gerade zwischen Snickers und hier. Ja, Roard war weiter hinten. Diese Nuss am Ende. Und ich arbeite mich daran, dass ich am Ende esse. Und wir Roard war hinter Giotto. Wir haben jetzt zwei, haben gesagt, Legende. Lass so. Und dann kommst du von hier, dann kommst du von hier auf hier. Nee, zwischen... Ja, aber weil er gesagt hat, ganz nach hinten ist. Ja, deswegen. Lass aber da. Mach sehr gut ganz nach vorne. Ja, oder sehr gut ganz nach vorne, ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, boah, da diese kommt, Dinger, Bruder, mach die mal weg. Aber Bruder, das ist schon eine Königsschokolade. Ja, 100%. Also das ist so eine... Komm, machen wir, bleiben wir hier. Krallas, bin ich auch, Bruder. Bleiben wir hier. Ja, mach. Korrekt, das ist gut. Okay, was diese? Die sind lecker. Ja, aber mach die mal raus. Die nicht keinen Sinn. Das sind die. Bruder, das Ding ist, da sind die von der Apotheke. Keiner von uns hatte damals Geld, die zu kaufen. Wir haben immer nur diese kostenlosen Bonbons bekommen. Ja. Mach auf Wurst. Ich würde sogar keinen Plan machen. Du kennst die? Jeder kennt die. Ich kenne die. MOLK, kennst du dich? Okay, wenn ihr die beide nicht kennt, also wir können die entweder auf Wurst oder auf. Mach auf Wurst besser, weil die sind wirklich schon krass, die haben Standing. Mach dir aber einen ganz Sinn. Okay, Five Gum. Oder weg, macht ne? Sinn, mach mal weg. Ja. Eisbonbons. Das auch weg. Finde ich besser. Ach, Eisbonbons? Oder für schon, mich? Die sind schon Wurst. Ja. Weil sie waren absolut in der Prime, die hat man gerne gegessen, die waren immer da, egal wo man war. Aber mittlerweile, du siehst sie nirgendwo mehr. Ich kann keinen Plan machen, wie ihr wollt. Mach die mal Wash ganz nach vorne. Ü-Ei schon vor. So, ne? Okay, was ist das da? Kaufruchtchen, keiner kann weg. Das ist die, wer ist das Original, können wir jetzt einmal nehmen. Guck mal, Mamba, gefälschte Mauams, können wir vielleicht mal weg. Weg. Salzstangen macht das Sinn. Salzstangen ist dann goaded. Ja. Okay, eine Frage an dich, ne? Eine Frage an dich. Diese Salzstangen? Oder diese Breze, Salzbreze. Salzstangen. Ja? Ja, du? Ich finde halt die sind geiler zum Essen. So. Ja, ich breche die so immer in der Mitte durch. Und dann, was? Und dann die einzelnen. Nichts ist besser als Salzstangen zu essen. Du hast immer so getan, als ob du rauchst. Du hast sie vorne abgerissen. Das ist auch dann hast du erstmal nur den Salz abgegessen. Ich sag auch Breze. Breze, okay, dann sind wir drei bei Breze. Und guck mal, ich bei Salzstangen. Das machst du komplett weg, oder? Was ist das? Salzstangen? Ist ja komplett das Gleiche. Ist das Gleiche, nur ja, die ist Form. Das Gleiche, nur die Form ist anders. So, wo sollen wir das ranken? Oder Salzstangen muss schon nach oben. Mach Legende ganz nach vorne. Oha, vor allem, Bruder.
Das ist Quatsch, was du sagst. Bruder, du meinst ganz, Bruder. Das ist Quatsch. Das kann man jederzeit immer essen. Nur wenn andere Sachen auch da sind. Aber wir gehen auch davon aus, wenn dass du dich freust, Bruder. Du freust dich nicht auf eine Salzstange, du freust dich auf ein Bueno, Bruder. Ja, yeah. Das ist Quatsch, was du sagst. Wenn du jetzt, wenn du Bock auf was Süßes hast. Aber dann würde ich das trotzdem vor. Bruder, aber guck mal jetzt so abends, ne? Salzstange mit kalte Cola. Das kenne ich nur, wenn man krank ist. Nur wenn du Übelkeit hast, dann gibst du dir das. Stange mit Salz. Aber es ist nie bewiesen, gerne, dass das wurscht. Sollen wir hier machen? Mut ist gut. Ja, mach da. Nee, ist okay. Ist okay. Boah, wer hat das Original? Das hart, für mich, Wurscht. Mut vielleicht? Nee, Wurscht. Weil das war auch absolut in der Prime. Diese Karamellbonbons? Diese Kaffeebonbons. Nee, das ist nicht Kaffee, Karamell. Das ist diese Karamell. Karamell. Oder sind übertrieben heftig, krass lecker. Aber halt Wurscht. Wurscht sagst du? Ja. Und was sagt ihr? No. Weil man isst sie einfach nicht mehr. Aber wenn sie da sind, sind sie übertrieben lecker. Okay, komm. Erdnussflips? Okay, jetzt werden wir uns streiten, das weiß ich. Warum siehst du ganz oben? Guck mal, für mich sind Erdnussflips, ich sag euch eine Sache. Nimm mal diese ganze Liste und schmeißt mal alles weg. Mhm. Hauptsache Erdnussflips sind da. Also du bist hier vor Kinder Bueno. Für mich kommt auch nichts mehr vor Erdnussflips. Ich bin einfach, ich... Ich feiere Erdnussflips auch, aber jetzt nicht... Das ist die krassesten Dinger, die es gibt. Ja, für mich. Und kennt ihr jetzt, es gibt so neue, die sind rausgekommen. Würdest du lieber Nicknacks essen als Erdnussflips? Nein. Nicknacks. Nein. Bruder, es sind doch immer diese Erdnussflips, Nicknacks. Du nimmst immer Nicknacks als Essler. Nein. Kennt ihr jetzt diese neue rausgekommen, diese runden Erdnussflips? Die sind gut. Digga, die sind nicht gut. Da gibt's noch mit Honig und so, ne? Ja, die sind übertrieben, heftig, krass. Und das Geile ist, guck mal, ich sag euch damals, wenn du nicht so viel Geld hattest, du hast Erdnussflips immer gekauft, weil du bist dann schnell satt geworden. Ich würde die Legende ganz nach hinten machen. Erdnussflips auf Legende? Ja, aber Salzstangen sind... Ja, Salzstangen vor Erdnussflips, ja, 100% klar. Okay, dann was für eine Welt leben wir, Bruder, Salzstangen? Dann müssen diese ungarischen Dinger auch auf Legende. Niemals, Bruder. Nee, Bruder. Findest Bruder, du, ja? Ich finde, ich würde diese ungarischen Chips Erdnussflips eher essen als Dinger. Ich finde, Erdnussflips könnte man eher vielleicht in eine... Also ich für mich wäre Erdnussflips diese auf Liste, Mut. Diese Liste hier, die wird immer anspruchsloser. Ja, die geht langsam den Bach runter. Also, guck mal, ich sag ich euch... Ich komme gar nicht klar auf... Ich komme auf Haribo und ich guck mal, für mich wäre das wäre es für mich. Und aber... Naja, für die vielleicht ja auch. Dann müssen wir das bei mir war auf Mut. Aber wenn das für dich das Ding ist, dann muss man sich anpassen. Weil ab hier fängt der Kingshit an so. Bruder, ich würde alles auf A eher essen als Erdnussflips. Ich würde alles, fast alles auf B eher essen als Erdnussflips. Aber es hat Legendenstatus, das ist Schuh. Nee, das schmeckt einfach auch übertrieben heftig. Guck mal, das mach ich weg, ne? Was? Diese Lakritzbonbons? Wir haben ja Lakritz schon. Oh, ja, ich weiß, aber du weißt, wie krank die sind. Tausch die mal mit diesen Haribo-Dingern aus, bitte. Nee. Mit welchen? Mit den Haribo-Lakritz-Dingern. Nee, Bruder, das kann ich nicht machen. Diese Bonbons. Ich kann die aber für dich vielleicht hier hin tun. Ja, safe. Bruder, was? Dann haben wir zwei so Stück. So Lakritz-Mundding, aber die mag ich nicht. Ich... Was? Bruder, Esspapier. Als Kinder, Bruder, washed, 100% washed. Okay, warte mal, was sagst du zu Esspapier? Wo ist das? Guck mal, genau diese Dinger hier, ne? Ich schwöre es dir, ich kaufe die immer noch ein. Schmeckt aber nach nichts, wenn man die gegessen hat. Ich weiß. Schmeckt auch nicht. Ich check, was du meinst, ja. Sind so ein bisschen. Was sagst du? Ich weiß, sind das diese Dinger? Ja, diese Papiere. Auch washed. Ja, safe. Auf Wurst. Wenn du doch regelmäßig kaufst, dann mach Wurst ganz nach vorne. So. Naja, aber okay, nicht Dickmanns. Bruder, ich feier die, ja. Ich feier die gar nicht. Ich verstehe das gar. Also, das ist einfach nur so ein Klotz Sahne mit so einer hauchdünnen Schokoladenschicht, die nicht mal schmeckt. Ich feier das schon. Weil kennst du Klatschbrötchen? Ein bisschen Schokolade, dann hast du ein bisschen diese Sahne und dann hast du noch diesen Boden, den du als letztes. Yeah. Kennst du Klatschbrötchen? Ich habe Dickmanns noch nie im Brötchen gegessen. Ja, okay, das ist auch der größte Quatsch, den es gibt. Aber die sind viele okay, was sagt ihr zu Dickmanns? Ich finde auch Wurscht tatsächlich, ja? Für mich, ja, Wurscht 100%. Aber ganz was vorne. Sagst du? Ich sag so, gut. Aber ich würde die jetzt auch nicht mehr essen. Also ich würde die Wurscht machen. Also guck mal, die wären bei mir, wären die... Ja, dann haben wir dreimal Wurscht. Dann müssen wir einen runtergehen, oder? Wie meinst du? Wenn wir dreimal Wurscht sagen und du sagst da... Ach so, ja, okay, tamam. Okay, was sagst du, ist denn vor Lakritz oder hinter? Nee, nicht vor Lakritz. Bruder, dann hier, machen wir auf Wash, wenn ihr wollt, ganz aber vorne, ganz vorne. Ja. Katjes. Oh, die sind sehr gut, ja. Ja, Katjes ist geil. Ich mag die, ich würde die hier hin tun. Echt, findest du ja, Trollies doch, besser? Safe, kann man machen. Findest du die Trollies besser? Ja, ja ich auch. Safe. Ich finde Katjes so, kann man machen. Ja, ist sogar so mutig, so ne? Bisschen sogar mutig, ne? Warte, machen wir so. Seid ihr fein damit? Ja, safe. Diese Dextrose-Quatsch, Bruder, diese Chips weg, ja, diese Chips Quatsch, weg, Dextrose-Quatsch. Diese Kaugummi weg. Pelzenrolle würde ich auch einnehmen, ja? Guck mal, nehmen wir mal nur ein M&M, Ballisto können wir nehmen. Was ja, aber nimm die M&Ms, die gelben. Das sind die normalen, ne? Ja. Diese schwarzen. Du feierst du die gelben mehr? Ja, mit. Okay. Oder die würde ich auch sehr gut machen. M&Ms. Ich sag dir ehrlich, es gibt keine M&Ms, die nicht schmecken. Ich würde ehrlich. Machen. Ich würde, ja, M&Ms Legend, ja. M&Ms sind
M&M's Legende, Bruder. Vielleicht, vielleicht hier, so? Nee, Legende. Legende, Bruder. Legende? Okay, okay, M&M's. Ich leg mein Veto ein. M&M? Aber warte mal, drei Leute sagen Legende, ha? Ja. Ich sag F. Nein, Spaß. Ich sag nicht F. Guck mal, ich muss euch aber ehrlich sagen, die schwarzen M&M's würde ich in, hätte ich in sehr gut getan. Die gelben M&M's hätte ich in gut getan. Guck mal, sollen wir so machen? Mach so. Bruder, wir haben hier oben Salzstangen. Bruder, wir haben Brezeln auf Legende, ist eigentlich respektlos, sag ich ehrlich. Zu viel? Ja, klar. Okay, komm, dann machen wir so. Vorhin, du Mann. Sollen wir danach machen? Aber das ist Legende, Legende. Ja, ab Salzstangen sind halt, guck mal, weißt du, was das Ding ist? Schokolade bekommst du in verschiedenen Variationen, 100 Mal in was weiß ich was. Aber Salzstangen ist was anderes. Das sind Brezeln. Ihr wolltet ja unbedingt die Brezeln. Aber das ist so wie der Geschmack. Der hübsche Bruder von Salzstangen. Nein. Salzstangen war Bruder. Das war immer geil. Nein, wie geil ist Salzstangen. Okay, macht mal eine 1 für Salzstangen, eine 2 für Brezel. Okay. 1 Salzstangen oder 2 Brezel? Ja, jetzt sag mir, wer komisch ist, Bruder. Warte. Guck mal, aber einer hat 2 geschrieben. Ich finde auch die Brezel besser, ja. Ja, du magst ja auch keine Lakritz. Ja, ja. Aber es ist ja auch unser Voting, ne? Nicht Chat-Voting. Genau. So. Sollen wir das so lassen? Ja, oder das nach oben wieder? Nee, das hinter M&M's eigentlich. Okay, das ist schon. Das ja, dann ist okay, ja, so, ja, schon stark. Ist so. Wobei ich das hier nicht verstehe, was das. Ja, das, ja, Bruder, das haben wir ein bisschen jetzt overhyped mittlerweile. Dann Bruder, das hat alles geknallt. Dann müsste alles runter, Bruder. Dann gibt es nämlich keine Legende, meiner Meinung nach. Okay, komm, machen wir weiter. Bevor diese Liste gar nicht mehr. Dextro kann eigentlich raus, Bruder. Guck mal, diese. Ist das. Ganz Dextro. Da hab ich. Also, Mut? Wenn überhaupt, oder wer ist denn Dextro? Komm, Mut, vielleicht sogar. Sowas? Wenn man das haben möchte, ist Dextro, glaube ich, der Shit so in dieser Sache. Oder nach hinten. Ich weiß nicht, habt ihr mal Dextro gegessen? Habt ihr mal gesagt, ey, yo, Bro, bring mir mal ein Dextro mit? Ich glaube, ich mach mal Dextro weg einfach. Es ist so, das ist so Müll, Bruder. Prinzenrolle? Ja, Prinzenrolle ist der größte Verarsche, die also es gibt. Also für mich ist das washed. Ja, ja. Ja, der macht washed. So damals. Aber heutzutage ist es wirklich washed. So. M&M's weg, ne? Ja, M&M's doch, haben wir schon. M&M's Ballisto. Guck mal, mögt ihr Ballisto auf diese Farbe von Ballisto? Ich mag zum Beispiel grün gar nicht, aber die mag ich. Ich mag Orange am meisten. Orange magst du am meisten? Yeah. Okay. Guck mal, Pringles mach ich auch weg, oder? Jetzt hier die ganze Zeit alle Chipsorten noch durchgehen. Ja, da mach ich lieber diese Funny Fresh Pringles rein, Bruder, weil das ist Legende, Bruder. Das stimmt wirklich. So? Eigentlich muss sogar Pringles ganz nach oben. Ganz oben, Bruder. Pringles ganz oben, ja, schon, Bruder. Wo denn ganz oben? Unter Legende oder was? Ja, hinten ganz als letztes. Bruder, Pringles ist einfach, begleitet uns unser ganzes Leben. Okay, wo tust du das hin? Unter Legende? Ja, 100%. Du auch? Unter Legende? Du unter Legende? Was sagst du, Hüseyin? Ja, ich, Bruder, dann was soll ich machen? Mach Legende ganz hinten dann. Ja, das habe ich auch gesagt, Legende ganz hinten. Ich finde es nicht, schade. Das ist genau da, unter Maß. Unter dein Maß. Also Pringles ist für euch stärker wie Salzstangen, ne? Was? Ja, klar. Und M&M's müsste eigentlich hinter Pringles sein. Guck mal, warte mal, was ist das? Monster, das Wunderball, Bruder. Das washed. Weil das hat, Digga, das hat eine krasse Prime gehabt. Oh, krass. Da habt ihr mit Zunge geblutet und so. Was sagt ihr zu Jogurette? Bruder, habe ich nie. Also, wer Jogurette? Nein. Bruder, magst du nicht? Ich finde das lecker. Okay, was sagst du zu Jogurette? Ich finde. Rod, was sagst du zu Jogurette? Jogurette ist sehr gut weit vorne für mich. Okay, für mich wäre Jogurette nichts Besonderes. Und du findest auch Jogurette gut und du? Ja. Nichts Besonderes. Okay, dann irgendwo in der Mitte. Gut, dann mach oder? Mal gut irgendwo rein. Okay. Tun wir gut, vielleicht so? Nein, nicht sehr gut. Das ist sehr gut, Bruder. Achso, pardon. Vor Mars. Die Mars, Bruder. Jogurette oder Mars? Ich bin doch der Anwalt von Mars. Ja, mach einen hinter Mars. Okay, sag du, was sagst du? Bruder, ich finde Jogurette Katastrophe. Katastrophe, Bruder. Katastrophe. Ja, okay, dann mach hinter Mars. Komm, hier, machen wir so. Das Mauern da mitspielt ist auch krass. Für mich ist Mauern washed. Mal runter? Ballisto haben wir nicht gewertet. Ich hab keine Ahnung. Ja, aber fühle ich auch nicht. Nichts Besonderes. Okay. Ich finde, wie gesagt, diese Orange sehr gut sogar. Okay, komm. Machen wir hier nichts Besonderes ganz vorne. Das sind ja nicht die Orangenen. Diese Burger, Bruder, das ist nicht ernst zu nehmen, oder? Ja, ist nicht ernst zu nehmen. Das ist ein Spielkram. Nichts Besonderes. Unten wird es nochmal interessant. Tuck ist für mich unglaublich. Sehr lecker. Ich feier Tuck auch richtig. Weißt du was? Weißt du was? Die
Konsistenz ist nicht bei mir. Ich finde die, so geil. So lecker. Ich kriege meine Zähne fangen an zu tun, wenn ich viele davon esse. Was, Bruder? Ich schieb mir mal einen kompletten rein, Bruder, und fange an langsam den zu zergauen. Ja, ja, so, das ist zergeht, ja, aber trotzdem, das tut bei mir Scheiße, weh, ja. Bruder, das ist nach 0 Uhr. Habt ihr das auch? Kann das sein? Wir haben nach 0 Uhr. Oder bin ich der Einzige? Ja. Nein, Bruder, meine Zähne fangen an zu tun. Wallah, ganz komisch. Aber finde ich gut, finde ich lecker. Tuck ist unglaublich. Was sagst du, Tuckrot? Für mich ist sehr gut. Für mich ist es auch sehr gut. Keine Legende, aber nee, sehr keine gut. Keine Legende, aber... Ja, ich bin da auch mit. Er macht sehr gut nach hinten. Machen wir... Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Guck mal, seid ihr damit down? Ja. Ich wollte sogar sagen, hinter Erdnussflips. So? Ja. Aber Raffaello ist doch schon besser, oder? Ja. Guck mal, du kannst gar nicht sagen, Tuck ist besser als Raffaello. Weißt du, was das Ding ist? Wenn ich Bock auf was Süßes habe, hole ich mir Tuck. Ich hole mir ein bisschen salzige Sachen, süße Sachen und schokoladige Sachen. Bei Tuck zum Beispiel. Und dann isst du alles. Guck mal, bei Tuck sind wir zum Beispiel auch alle down, dass es in diese Liste kommt. Ne? Ja. Zum Beispiel Raffaello hat für mich gar nichts zu suchen in dieser Liste. Deswegen geht schon fit eigentlich. Dass Tuck ein bisschen vorne, weiter vorne ist. Was das? Kennt kein Mensch. Was das? Smarties. Boah, washed, glaube ich. Ja. Für mich auch mega washed, ja. Ja. Früher ich hab die voll vergessen, guck mal, dass die existieren. Da lieber M&M's. So. Mikado? Oh, Mikado gibt's aber krasse Dinger. Boah, gleich kommt wieder etwas, wo die Meinungen sehr gespalten werden. Mikado ist nichts Besonderes für mich. Ja, für mich auch nichts Besonderes. Ja, bin ich auch der Meinung tatsächlich. Komm, Twix? Nichts Besonderes. Ja, aber müssten wir dann bei Mars und so mitmachen? Wieso? Ja. Weil andere die lecker finden? Also, findest du Mars Twix besser als Twix? Nee. Nee, sagen wir mal anders. Auf gar keinen Fall. Findest du Twix besser oder Pickup? Pickup? Ich feiere das alles nicht. Ich feiere Mars nicht, Pickup nicht und Twix gar nicht. Du findest Twix oder Pickup besser? Pickup. 10.000 Mal. Du? Ja. Findest du Twix besser wie Pickup? Ich finde Twix zum Beispiel auch besser, aber nicht besser wie Mars oder so. Für mich wäre Twix hier irgendwo unter gut, Bruder, aber schon besser auch als diese Katjes-Bonbons. Das kannst du halt nicht miteinander vergleichen, das ist auch das Problem. Ja. Das guck mal, entweder gehen wir hier irgendwo vorne beim Mut. Nee, aber ist kein Mut. Vielleicht hier ganz hinten, hinter Mars und bla. Kannst du machen. Du feierst kein Twix, ne? Nee, für mich ist nichts Besonderes. Bestellen oder so? Hat noch was auf? Ja, Bruder, aber hau rein jetzt. Bruder. Es gibt doch locker noch was auf hat, oder nicht? Wie? Ne, findet man schon, aber wenn man Richtung Stadt oder so. Was denn, Bruder? Auch wenn in der Stadt was? Gibt's denn einen guten Laden, der liefert? Einen guten Laden, der liefert? Guck mal, jetzt After Eight. Was sagt ihr zu After Eight? Ich hab voll Spaß gemacht mit ganz oben, das ist nichts. Also After Eight fühle ich nicht. Okay, weil ich mag zum Beispiel After Eight. Also ich würde es aber auf Mut machen, weil manchmal ist es lecker. Ja, okay, komm. Machen wir. Vielleicht. Ja, Bruder, vor diese Penner-Kekse da. Vor hier? Ja, diese Kekse sind Quatsch. Vor Oreo? Ja, safe. Hinter Lakritz. Hinter Lakritz. Vielleicht sogar das vor. Ist krank. Die sind washed. Die hatten ihre geistkranke Prime, Bruder, aber sie sind die washed. Die schmecken nur 5 Minuten. Ja, yeah, aber nicht mal 5 Sekunden. Aber diese können wir wegmachen. Ricola. Diese unter washed. Was passiert? Damit wir, guck mal, diese ganzen Haribos mach ich mal weg. Damit wir jetzt nicht hier so kleine Tüten noch bewerten. Guck mal, das weiß kein Mensch, was das ist. Ich weiß, was das ist, Pat. Das sind geil. Die ich meinte, die sind sogar richtig geil. Die sind richtig geil. Bro. Ja, die hat man in diesen Figuren gesteckt und dann hat man mal so drauf gedrückt. Da kam immer einen raus. Okay. Was machen wir mit diesen Dingern? Ja, leg die auf Washed. Weil, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab die das letzte Mal, glaube ich, vor 10 Jahren gegessen. Checkst du? Habt ihr Bock auf Pizza? Ihr entscheidet, was ihr wollt. Ey, mir ist egal, aber Pizza eher weniger. Pizza ist too much. Ich hab Bock auf so einen verfetteten Döner, Mann. Wieder Döner, ja? Bruder, bei mir ist, ich kann Döner, weil das einfach das Geilste ist. Du hast einen Döner und hast alles, was du wolltest. Döner, China-Nudeln oder China-Nudeln nichts offen? Bruder, wir leben einfach auf dem Mond, Bruder. Jetzt hier würde ich auseinandernehmen. Ihr habt schon gegessen, ne? Ist egal. In den letzten 2 Tagen. Guck mal, Heiler Stein, der Geschmack von Casey ist katastrophal. Bruder, ich merke selber, ich habe gerade ein bisschen einen anderen Geschmack. Oder Schoko Fresh, kennt ihr Schoko Fresh? Sind die da drin? Ja, das ist auf jeden Fall ganz oben. Da gibt's auch. Da sind noch 3-4 Sachen, die sind Legende. Bei was denn? Ich sag dir ehrlich, wir müssen eigentlich nur noch so 4-5 Sachen bewerten, weil das viel nicht so geil ist dabei. Okay, guck mal. Knoppers. Knoppers müssen wir bewerten? Zu heftig. Ja. Für mich Knoppers absolut krank. Knoppers und Hanuta. Hanuta, was laber? Knoppers. Knoppers, safe. Bitte, was für Hanuta? Safe, safe, bro. Okay, ja, Knoppers. Okay, guck mal. Knoppers Legende. Für mich auch. Ja, gut, guter Call. Also guck mal, damit wäre ich sogar auch noch down. Ja, aber so ist gut, so ist gut. Okay. Hanuta bin ich auch sehr gut. Okay, guck mal, Maxi King ist ganz, ganz vorne. Also, Legende. Boah, Maxi King ist so krass. Nein, das ist vor Bueno auch. Das ist
das ist Nonplusultra. Das Maxi King Maxi ist echt King, ja? übertrieben krank. Aber wie oft gehst du und holst du dir Maxi King? Bruder, ich, das Problem ist, ja, was... Wenn die da sind, du nimmst sie auseinander, Bruder. Guck mal, wenn alles da auf dem Tisch liegt, was Riegel und so angeht, dann nehme ich immer erstmal den Maxi King. Ja. Immer. Okay, Maxi King ist schon Gold von allem. Mach Maxi King vor Kinder Bueno, aber Kinder Bueno White ist... Guck mal, so? Ja. So, ja? Nein. Ach so, ich bin verrutscht. Scheiße, Mann. Einer vorher. Die sind auch krass, ja. Aber die Originalen davon, nicht diese Farbe. Ja, das was ist das? Das ist, glaube ich, Zartbitter oder sowas. Die Original davon, die ein bisschen hellere Packung, sind geistkrank. Wo ist der Schokofleisch? Wo siehst du das die ganze Zeit? Ganz unten Mitte. Ganz unten Mitte. Die? Links die? Oder links, oder? Links oder links? Die. Ja. Das ist auch, das ist hinter Maxi. Stimmt, Schokofleisch ist krass. Ich weiß nicht, ob hinter oder vor. Für mich ist das beides. Ich glaube, ich kenne die gar nicht, ja? Ja. Guck mal, kennst du die, oder? Ich glaube, ich kenne die gar nicht. Boah, Hüseyin, Bruder, die sind maximal. Wenn wir jetzt fahren, wir holen bei Tankstelle. Okay, also die wollt ihr nach oben, ne? Habt ihr mich gefickt? Das ist, Bruder, das ist vor Bueno. Vor, Bruder, hör, ich kenne das nicht mal, Bruder. Du willst das vor Bueno machen? Ja, nein, dann mach hinter. Ihr habt alles hinter, auf einmal vor Bueno hinter gemacht. Hinter Bueno. Doch, vor Bueno, hinter Maxi King. Also an zweiter Bruder, Stelle. So können wir machen, wenn ihr wollt. Ja, scheiße, weil er findet die nicht so gut. Ich kenne das nicht mal, Bruder. Was? Ich kenne das nicht. Ja, wenn du jetzt einen essen würdest, du würdest sie ganz nach vorne machen, glaube ich. Ja? Ja, wir sind wirklich schon sehr, sehr heftig. Guck mal, was sagt ihr zu Lachgummis? Ja, washed würde ich auch sagen. Ja? Es gibt zu viel Konkurrenz einfach. Diese washed Lachgummi ist auf jeden Fall viel besser als diese... Besser als Lakritz? Ja. Okay, du sagst besser als Lakritz. Für mich Lachgummi. Sind die, für mich sind die gut bis sehr gut. Aber okay, dann lass es doch vor After-Aid machen, komm. Ja, vor After-Aid geht klar. Safe. Und ihr feiert das nicht? Lachkommis? Ja, habt ihr gerade gesagt, ihr feiert nicht, ne? Doch, lecker. Hast du lecker gesagt? Ja, yeah, safe, 100%. Ja, dann mach doch auf gut. Aber ich meinte washed, weil so? Man, so? Die ganz haben hinten, einfach... Ganz hinten auf gut. Okay. Die holen schon mir sehr oft auch sogar. Vor Katjes, oder? Ja, Bruder, für mich sowieso, aber... Ja, mach. Aber mach. Die, Doch, komm, mach so. Euch. Lassen wir so, komm. Gucken wir mal weiter. Aber Bruder, ich will eigentlich überspringen, aber hier sind einige, die kann man gar nicht überspringen. Ja, Schokobons. Schon mal M&M's mache ich mal weg, davon haben wir eine bewertet. Hanuta, wo macht ihr Hanuta? Fisherman's Friend weg. Hanuta? Boah, Oreo, Hanuta, diese gelbe krank, Oreo da. Oder Hanuta ist für mich auch... Fast Goat-Status schon. Ja. Hanuta? Ja. Hinter Knoppers muss das auf jeden Fall sein, egal wie. Weil die Großen sind nicht gut, oder wie? Doch, die Großen sind auch gut, Bruder. Die Kleinen kannst du halt einfach so, ja. Er macht dahin. Also für mich ist es aber nichts, ne? Für mich ist Hanuta also wo? Das allerletzte. Okay, also wenn ich irgendwas mir aussuchen müsste, was ich nie wieder esse in meinem Leben, dann 100% Hanuta. Boah, das ist krass. Hanuta ist das Schlimmste, was es gibt überhaupt. Echt? Ja. Er hat Kitzel, Bruder. Er labert. Nein. Ich habe mir immer gefragt, welcher Mensch isst freiwillig Hanuta? Ich dachte, das macht man als Bestrafung. Wenn man so, wir hätten heute eigentlich als Bestrafung Hanuta essen einmal. Okay, komm, Hanuta machen wir. Mach sehr gut, ganz nach vorne. Oder hinter M&M's. Guck mal. Aber so? Kinder Country ist auch krasser. Ja, hinter. Auch hinter Kinder Country. Okay, guck mal. Genau so. So, ja, so ja, sind ja. wir fein damit. Wo habt ihr gemacht? Wir haben das hier gemacht. Was ich mit Hanuta wegen für euch gemacht habe. Ja. Nein, mach's ruhig noch weiter. Lass so einfach. Malteser ist heftig. Oder die feiere ich gar nicht. Was? Ja, die feier ich gar nicht. Was? Lecker, die ja. Kann man machen, die sind wie luftig. Das Geile ist, wie man die isst. Und dann sind die weg. Okay, bei mir ist alles rum weg, aber. Okay, Malteser ist auf gut. Geht ihr mit mir? Ja, safe. Gut auf jeden Fall, ja. So, jetzt haben wir nicht mehr so viel. Aber guck mal, Schokobons. Dime ist noch wichtig. Schokobons ist wichtig und diese Hippo ist auch ganz wichtig, weil das ist ganz weit oben. Wo ist Hippo? Oh, Hippo. Was? Sag Meter Dime ist übertrieben krank. Ich finde Dime auch stark. Kennt ihr diese Dime-Bonbons? Ich würde Dime bei gut machen. Jungs, Hippo ist ganz weit vorne, safe. Ja. Nicht sehr gut. Okay. Aber, bin ich safe dabei. Was gibt's noch unten? Lass mal einmal kurz Schokobons machen, links, wa? Boah, Schokobons, Bruder. Boah, warte mal jetzt, was sagt ihr? Ja, 100% ja? Legende. Okay, wo bei Legende? Ja, das ist geil, richtig, wo? Weil Schokobon, da hätte ich jetzt wirklich hart mit euch diskutieren müssen. Nein. Seht ihr das alle so? Ja, 100%. Nein. Also, das ist ein bisschen übertrieben. Ich gucke, hinter Toffelfee für mich. Nee, vor Toffelfee. Vor Toffelfee, guck mal, ich bin so, mit diesen Dingern bin ich down hier. Ja, mach vor Toffelfee. Ich bin eigentlich mit diesen beiden nicht down. Aber Schoko. Ja, okay. Wenn du nicht down damit bist, dann mach. Hä, warte mal, der muss. Vor Bueno. Dann mach vor Bueno. Hinter Maxi King. Boah, echt, ja? Und Bueno okay, danach. Bueno hinter Toffifee. Nein, jetzt kackst du. Nein. Für dich ist es aber auch so, ne?
Für mich ist das so, aber wenn ihr mir den gibt, dann kann ich mit dem auch noch leben. Aber für mich ist einfach das nicht die Nummer 1. So, das. Maxi King. Guck mal, ich könnte damit leben, dass das von uns allen die Nummer 1 ist. Aber was das, denn? Nee, von mir hieß Erdnussflips die Nummer 1. Das ist für mich irgendwo. Oder Die Sache hier. Schokofresh und das ist auch, halt auch ganz weit vorne, Alter. Schokofresh ist. Aber wir können es so lassen. Oder Hippo ganz hoch auf jeden Fall. Guck mal, Mao Am haben wir schon gehabt. Happy Pringles Hippo? Haben wir schon gehabt. Ist ganz weit oben. Das hier? Ja, Bruder, ganz weit oben. Ja, Legende, ja. Bruder. Ist auch krass. Legende ist schwer. Legende ist. Ich würde die beiden Kinderpinguinen so einordnen. Guck mal, warte mal. Ja, da kannst du die lassen. Nein. Bruder, warum habt ihr Tuck so weit oben? Oder warum Tuck ist geil. Salzstangen auf ganz. Aber mach mal. Das wollt ihr wollt den Salzstangen auf, ne? Legende machen. Mach mal vor Hanuta. Guck mal. So? Vor Hanuta. Du findest die besser wie Hanuta? Ja. Ja, okay, geht ihr alle damit? Bruder, Schleifpapier ist besser als Hanuta. Du feierst Hanuta nicht, ne? Nein. Okay, komm. Habt ihr mich gefickt hier? Boah, ey, Pombeeren. Bruder, Brause? Es Washi. Washed, aber so schon, aber auch schon relativ geil, vorne. Ja, ist, ne? safe. Bruder, da sind Pombeeren. Habt ihr die gesehen? Kennt ihr Pombeeren? Pombeeren? Ja. Pombeeren, die roten. So. Von, wie heißt das nochmal? Boah, Pombeeren, ja, ey, die Pombeeren sind auch Legende. Pombeeren sind geil. Ja, sind unglaublich. Ja, auch, aber die salzigen sind auch unglaublich. Boah, Bruder, legendary. Ketchup. Ich mag Ketchup-Chips gar nicht, Bruder. Echt? Hast du schon mal gegessen? Salzige Chips mag ich. Ja, salzige ist krass. Okay, komm, Pombeeren nach vorne. Mit Frischkäse. Pombeeren sind für mich auch 100% besser als Pringles, aber ja, keine Ahnung, was ich sage. Ja, safe. Ich würde die neben Pringles legen. Fakt. Ja. Hier ist einfach eine Schokolade, die ich nicht kenne. Ey, Bruder, du musst sie probieren, Mann. Du wirst die ganze Zeit vorne machen. Hier ist einfach eine Schokolade, die ich nicht kenne. Ja, okay. So, warte mal. Mao Am haben wir schon gehabt. Boah, aber das sind diese Cola-Kracher. Nee, sind gar nicht. KitKat. Pombeer hatten wir schon. Kit-Kat. Mauti, können wir uns auch nochmal ein bisschen unterhalten. KitKat ist für mich so unter diese Snickers, Mars, Bounty, bla, dies, das, so mit einer der unspektakulärsten. KitKat ist 100% für mich absolut nichts Besonderes. Boah, ich lese gerade hier, Mr. Tom, für mich das Maximale. Mr. Tom? Für mich vielleicht. Legende. Ich feiere extrem. Mr. Tom ist crazy, was sagt ihr? Okay, warte mal, was macht man? Aber wann hast du das letzte Mal Mr. Tom gegessen? Ich esse das fast jedes Mal. Ich hole das jedes Mal wieder. Ja, ich hole das jedes Mal in der Tasche, wenn esse ich Mr. Tom. Ja. Jedes Mal. Immer. Jedes Mal, wenn Mr. Tom ist echt geil. Schon Mr. Tom. Okay, krank. Mr. Tom, wo ist diese Scheiße? Da. Ja, da. Nein, ich mach Spaß. Mr. Tom, ich feiere Mr. Tom auch. Vormars. Vielleicht gut. So, guck mal, so? Ich würde sogar sagen, weiter ein hoch. Also hier in diese Liste. Ja. So? Mr. Tom ist heftig. Guck mal, so? Was sagst du? Ja, so ist geil. Aber vor Tuck, ja? Mach hinter Kinderriegel. Hinter Kinderriegel. Boah, jetzt hast du ein bisschen übertrieben, sag ich ehrlich. Also besser als Milchschnitte. Pinguin, jetzt hast du echt übertrieben. Ja, Pinguin ist schon besser als Mr. Tom. Hier. Ja, so kannst du machen. So. Nee, auch besser als diese scheiß Trollis. Ja. So stark, Bruder. Sehr gut. Was, Bruder, diese Dings, diese, wo in deinem Mund auf einmal. Ah, diese Beatbox machen? Ja, genau. Bruder, Kinder verarscht. Washed. Ja. Komm, washed, aber. Das ist nicht washed, das wird nicht interessant. Ein hoch. Achso, ja. Hier, aber ich würde sagen, vielleicht sowas. Bruder, Lollis. Sollen wir jetzt Lollis bewerten? Nimm zwei, kann man vielleicht weg. Skittles haben wir schon. Tic-Tac. Nicht mehr. Also. Echt, oder die waren krass, weil es einfach nicht so viel Auswahl gab. Mittlerweile okay, weiß oder rot? Dann bewerten wir nur eins. Nehmen wir rot, oder? Ja, schon. Nehmen wir rot auf Wurst. Passt hier, glaube ich, gut rein. Ja, ist gut. Vielleicht sogar vor Dings. Leibniz Butterkekse nehme ich mal raus. Toblerone. Bruder, die haben das nur rausgebracht, damit die Leute sich verletzen. Du kannst mir nicht erzählen, dass Toblerone ernst gemeint war. Die haben sich bestimmt gedacht, ey, wie können wir den Menschen wehtun und gleichzeitig. Wie können wir die ficken? Aber findest du das lecker? Doch, ist es lecker, aber. Ich find die auch lecker. Aber ja. Du kennst du diesen Drang, du willst sie so essen, dann stechen die dich ab einfach. Yeah. Rod, was sagst du denn zu Toblerone? Kennst du Toblerone überhaupt? Wie findest du die? Ich würde die so mit einfach. Vielleicht so. Oder ich feiere die zum Beispiel mehr wie das. Ich auch. Mehr wie. Oder Toblerone. Nein, Bruder, das ist zu viel? Ist zu viel? Ja, mach auf Mut. Sollen wir so machen einfach? Ja. Nein, vor Lakritz. Nein. Okay, vor diese Lakritz gebe ich hier. Ja, sollen wir Lakritz nicht einfach auf S machen? Nein, Bruder. Nee, will ich auch nicht machen. Bounty. Wohin meinst du doch S bei Dings? Nee, er meinte S. Ich meinte sehr gut. Ja. Mao Am haben wir schon, ne? Nee, Fritz. Das ist nicht Fritz. Fritz. Wow, ist Fritz ein Kau. Ich finde die krass, Digga. Okay, warte mal. Was machen wir mit Bounty?
Bounty ist für mich 100 Millionen Kilometer vor Mars. Ja, ja, Bounty ist für mich ganz, also vor Snickers. Vor Snickers. Ja, ja, für mich ist vor Snickers. Ja, ja. Boah, krass. Ja, du meinst ja, Kokosnuss feierst du? Wird der geliefert? So. Wie weit ist der Laden von hier? Ist Öller wieder? Ach, krank, okay. Boah, dann esse ich später was anderes. Ja, weil wenn er 20 Minuten, dann kriegen wir den Dings, weißt du, das ist wie Stein. Ist nicht schlimm. Vielleicht Dürüm, Bruder. Dürüm wird nicht so schnell Dings. Meinst du? Ja. Also wenn ich jetzt bestellen würde, würde ich auch ein Dürüm bestellen. Ich nehme einen Teller, glaube ich. Wo ist er denn? In Cannstatt oder in... Kannstatt. Ist er in Cannstatt? Mhm. Aber mit ja, Pommes. Dann soll er doch Adana oder so bringen. Geht auch. Ja, dann nehme ich einen Adana mit Reis. Scharf. Also bei dir doch kein Döner. Ja. Okay. Guck mal, haben die alles? Diese mach ich mal weg. Diese Milka, unnötige Dings mach ich mal weg. Diese rechts kannst du auch wegmachen, Bra. Popcorn? Magst du Popcorn? Ist okay. Süß oder salzig? Salzig. Ja, krass, okay, ich bin süß, ja. Was, salzig? Ja, ich mag salzig. Du magst süß oder was? Bruder, ihr beiden, ne? Ihr beiden habt gar keine Ahnung von nix, Bruder. Boah, das ist. Salzig ist tot. Ja, wallah. Süß. Aber ich mein, sag mal, Chat, ich will mal von euch wissen. Salzig oder süß? Popcorn. Süß, Salz, Salz. Süß, süß, süß. Oder bist du, scheiß mal auf süß, salzig, süß, Karamell. Salz, gemischt. Karamell. Salz, Salz, süß, Salz. Mit der fancy Verpackung. Das ist ja ne? Geisteskrank, ja. Popcorn, süß oder salzig? Salzig. 100%. Boah, das ist krass, ne? Dass ihr zwei immer eine Meinung seid. Wir haben oft eine Meinung. Die sind doch klein, Bruder. Die sind, ey, wie alt bist du? Ich bin 24. Ja. Die sind doch ein bisschen klein, Bruder. Die wissen doch nicht ganz. Noch ein bisschen jung, sagst du. Wir sind die Youngins. Diese Kette, die muss auf Washed. Diese Kette ist washed, ne? Komm, washed, Popcorn machen wir vielleicht gut. Ja, safe. Fred ist für mich auch, also es ist lecker, vielleicht? Aber washed kann gut? Man machen, ja. Aber es washed. Habe ich das auch sehr lange nicht mehr gegessen. Guck mal, vielleicht. Dankeschön, Albin. So? Beste Kommentar des Tages. Komm, die machen wir so und die Liste ist fertig. Alhamdulillah. So, schaut euch die Liste an. Sag mal ehrlich, die Liste ist schon nicht schlecht. Wir mussten echt kämpfen hier drum, ja. Muss man echt sagen, die Liste ist nicht schlecht, oder? Ich fände, da sind ein paar Sachen, aber bei euch auch bestimmt, die euch ja, gar nicht Bruder. Passen. Das ist so die, unsere gemeinsame ja, Dings. Das ist ja, meine Liste. Ja, das ist unsere Liste. Ich meine Liste auch, ja. Für vier Personen ist die Liste ja, gut. Ja, safe, kann man machen. Ich sage aber auch, da war auch so viel, was man hätte nicht mit bewerten können, sollen. Ja, voll. Ballisto zum Beispiel, diese ABC-Dinger. Diese ja, ja, genau, Bruder, diese genau. Außer also, Lakritz ist alles gut. Danke dir. Lakritz und After Eight, ja. Okay, haben wir die Liste gemacht. Bruder, meine, also ich weiß nicht, was sagt ihr, meine Konzentration lässt ein bisschen nach. Ich glaube, ihr seid doch echt müde, geworden, ja. Weil ihr hattet einen sehr langen Tag. Sollen wir vielleicht für heute Feierabend machen? Ihr seht doch echt müde aus, ja. Wen sollen wir raiden, sagt ihr mir. Guck mal auf Twitch, guck mal, wer da abgeht. Gucken wir mal. Bruder, kennst du den von Final? Ja, ja, klar. Bruder, ich liebe den, ja. Er ist lustig. Der hat so eine witzige Rolle. Oder Raiden Mert. Warte. Ja. Du bist nicht mal angemeldet, du kannst niemanden raiden. Nee, er macht das von da. Ja, komm, dann mach auf Mert. So, bestellt Mert macht, schöne ja. Grüße von uns. Dankeschön, dass ihr am Start wart. Und vor allem auch Dankeschön an meine Gäste. Dankeschön an Amir. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Killer, sehr, sehr geil. Danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du mich hängen lassen. Hast du, warten wir noch kurz. Geht alle rein bei Mert. Bestellt ihm schöne Grüße. Ist okay, oder? Geh mal auf OBS offline. Peace! Warte, schönen Abend.